des geilen YouTube-Sports. Willkommen hier auf Kanada, nur Kanada, jawohl. Und der liebe Camillo ist auch dabei. Jo, moin moin, scheiß Regen. Ja, also wie ihr seht, leicht Regen am Arsch. Guck mal, das lustig ist, die Leute stehen da ohne Jacke. Also die T-Shirts werden auch nicht nass irgendwie. Das ist interessant gemacht, voll die Verarsche. So, wir schauen jetzt mal auf die Rennstrategie und ach du Scheiße. Ich sehe schon. Ja. Kein einziger Boxenstopp. Alter Verwalter. 18 Runden. Wow. Ja, Daniel, was sagst du dazu? Arsch, sag ich dazu. Das ist Kacke. Ich habe keine Lust mehr, aber wir müssen. Komm. Will nicht, Mama. Nein. Wenn ich nämlich hinter mich gucke, krieg ich die Krise. Ja, ich auch. Ahaha. Perfekter Start. So, ein bisschen runter vom Gas. Oi, 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 oi. Wir haben das erste. Oh Mann, ich sehe ja von meinem Visier ja gar nichts kaum. Ja, sorry. Da wollte mich der Bottas gerade überholen. WTF. Oh, 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 oh. Das wird ja hier eine richtige Schlitterpartie, du. Ich traue hier gar nicht Vollgas zu geben. Wow, 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 bremsen, bremsen! Ich komm von rechts. Nicht gut. Na komm, dann fahr. Weil die Kurve, die ist jetzt, geht jetzt rechts rum. Alter. On the Bulte City, it's Wambel. So fährt man aber viel vorsichtiger, muss ich sagen, gerade. Vielleicht bleiben die Karren ja heile. Oh, wo willst du denn hin? Ja, mich wurde ziemlich weit rausgetragen. Ja, ich auch, du. Mach dir nichts raus. Ich fahr am besten nicht direkt hinter dir, weil ich krieg den ganzen Regen von deinen Reifen ab. Wir haben kein Schutzblech an der Karre. Oh, jetzt schon mal bremsen, ja, das ist gut. Ah, Daniel. Also, Kacke, hier zu fahren. Ah, oh, oh, oh. Da muss jetzt etwas da aus, das wäre hinten reingezimmert. Das wollte ich jetzt nicht. Komm, beschleunige mal mit deinen Treckerreifen hier. Ja, Treckerreifen kannst du laut sagen. La 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 la. I love you, baby. Ooh, la la la. Me tonight, baby. Oh, come on, oh, baby. Light my fire. Juhu. It's the final countdown. Wow, wow. Ja, du bist auch so ein. Ding, 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 ding. Hey, auf geht's. Hallo, Hubi. La 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 la. Jo, komm halt nicht rum. Alter, was eine Kurve. Wenn du da nicht bremst, bist runter in die Zeche, Alter. Jo. What the hell? Kannst du voll knicken. Aber die Reifen halten echt gut, ey. Wetter sei uns hold. Wechsel oben auf trocken. Wird nicht passieren, glaube ich. Bis dahin ist unser Rennen schon um. Ja, mit den Reifen beschleunigt der so kacke. Oh Mann. Eine Schlitterpartie ist lustig. Eine Schlitterpartie ist schön. Hörst du mal auf, du. Wir sehen geringfügige Schäden. Alter, so zaghaft habe ich ja noch nie aufs Gas getreten. Jeff, sei ruhig. Was? Noch 10 Minuten Regen, dann soll es trockener werden? Oh. Komm, dann haben wir das Rennen fertig. Nee, in 10 Minuten nicht. Vor allen Dingen, da müssen ja eh alle an die Box. Oh Gott, oh Gott. Alter, im Regen diese Kurve da. Total für den Horst.
Also wenn es nach mir ginge, könnte es auch ruhig weiter regnen. Aber... Das gefällt dir wohl. Ja, ich muss nicht an der Box, das ist das Gute. Also wie gesagt, mir wäre es so recht. 5 Sekunden, alles klar. Man möchte hier so gerne so Gas geben, aber nein. Regen sagt nein. Ja, das verlockt, da muss ich echt aufpassen. Ja. Ihr könnt uns ja mal gerne berichten, ob ihr auch schon Regenrennen fahren musstet und wenn ja, auf welcher Strecke. Ja, und wie es bei euch abgelaufen ist. Und erstmal hier feuchtfröhliche Grüße an Codemasters. Rum. Einmal wieder perfekt, geil, super, mega, dieses Autorennspiel. Ach, wenn ich überlege, ich muss einfach mal ansprechen, von 97 das Rennspiel auf der Playstation, Hammer, also, da hat auch schon mega Fun gemacht. Und jetzt kriegt man von Codemasters, Formel 1 2017 als Produkttest, das, was will man mehr, er ist doch mal geil. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Nein! Strategie ändern oder mit Plan A seiner eigenen Schleimspur ausgerutscht. 3 Sekunden Zeitstrafe. Sorry. Nein! Ausgerechnet jetzt, wo wir Punkte machen müssen. Komm! Guck mal auf den Gallemann! Wo vorne rechts rot, weil die Anna. Das ist diese eine Kurve beim Ziel, weißt du? Diese. Ah. Da ganz leicht an der Ding. Weil wir müssen jetzt den ersten und zweiten machen, sonst sieht es nachher in der Rangliste echt doof aus. Komm rum! Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen? Ich bin ja gleich mal gespannt, ob wir Reifen wechseln müssen oder nicht. Ja, wenn es trocken wird, auf jeden Fall. Oh, bin ich wieder weit rausgekommen, Alter. Aber Hauptsache nichts kaputt fahren. Da hatte ich gerade noch die Spuren gesehen vom Mini Camillo, aber wie schnell der vom Regen wieder die Spuren wechselt, ey. Wow. Oh, da hat es jemanden gelegt. Mal gucken, wer da gleich in der Ecke steht. Sainz. Der Arme. Sainz, ach, da unten an der Kurve. Ja, an der Kurve. Ja, die Kurve, die ist aber auch, die muss man mit Vorsicht fahren. Da haben wir ganz schnell die Karre kaputt. Zimmern, ey. Allerdings. Da geht mal recht. Oh, siehst du mal, ey. Alter. Gerade noch von gesprochen, Wolf. Oh. Wir ziehen eine alternative Strategie. Aber das Wetter wird anscheinend besser. Chef, sei ruhig. Musst du sagen, Chef, sei leise. Ja, aber ich wollte doch gerade drücken, aber irgendwie. Ja, Schwafelhannes, ey. Chef, sei ruhig. Oh, Moment, gleich, unter Daten. Jeff, sei ruhig. Okay, funktioniert nicht. Jeff, sei ruhig. Okay, ja, das war die Sicht, die wollte ich nicht gegangen. Warum funktioniert das nicht? Weil es heißt, Jeff, sei leise. Ja, bei mir kam ja, kommt gar nicht die Rubrik wegen dem Fenster, was ich ansagen kann. Du musst LB drücken. Ja, hab ich ja, kam ja nicht. Ja, langsam hat man es mit Regenfahren raus.
Wäre mal interessant, welche Optik habt ihr denn beim Rennfahren? Wäre mal, könnt ihr mal runterschreiben, ob ihr die gleiche habt. Wie wir. Also ich finde diese hier noch mit am besten. Ich sag mal so, die andere, hinterm, wo man hinterm Auto ist, ist immer das Problem, da siehst du nicht so viel. So ist das schon irgendwie reeller, weil du das durch die, sag mal, Sportcam auf dem Helm siehst, die Ansicht. No. Oh. Gut, dass hier die Auslaufzone an 90 Grad Kurve ist, Alter. Eieieiei. Na, man merkt schon, Regen wird weniger. Bin mal gespannt, wann sie uns Bescheid sagen wegen Wechsel. Das kann noch ein bisschen dauern, mein Lieber. Das kann noch ein bisschen dauern. Ja, glaube ich auch. Problem wird, dann fahren sie alle rein und dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ja, 10,9 Sekunden, das nehmen wir doch. Oh, der Bottas und der Hamilton, die tun sich da ganz schön streiten, oh, hinter uns. Die wollen sich nichts schenken, die zwei. Ne. Boah, Junge, was haben wir denn für Bremsen drin? Die kommen mit den Winterreifen, mit den Regenreifen gar nicht klar. Ja, Winterreifen wäre bestimmt auch mal geil, so Formel 1 im Schnee. Das hat sie auf dritten Platz gekämpft. Ja, den hat der Hamilton in die Dings madig gemacht. Der war ja schon, Bottas war doch schon in der Zeit auf. 6 Sekunden Zeitstrafe. Ah. Was machst du denn immer? Oh, 6 Sekunden, die muss er erstmal rausfahren, ey. Wollen wir mal hoffen, dass du 6 Sekunden vor dem bleibst, also. Ja, will ich auch hoffen. Also geht doch, diesmal war die Kurve gut. Ach komm schon, Mann! Vorne rechts rot, Kacke! Mist. Aber das ist hier auf dieser Strecke, sag ich mal, jetzt nicht so tragisch. Wow, war das knapp. Ich wäre fast dem Ricciardo hinten reingeballert. Der fährt hier so lahmarschig rum. Boah, da fährt er jetzt in die Boxengasse. Und das Wetter wird immer besser. Das einzig Positive an diesen Intermediates ist halt, du kannst auch mal ein Stück übers Gras fahren und die verlieren nicht ihre Haftung. Nee, die setzt sich auch mit dem Dreck nicht voll, weil die diese Rillen haben. Das ist Profil, das ist geil. Das ist mal. Das ist ein kleiner Pluspunkt. Im Regen kannst du dann mal so übers Gras zimmern, ey. Na, ja, gezwungenermaßen manchmal, würde ich sagen. Wer hast du gesagt, ist, wo du dran vorbeigefahren bist? Wer war das? Was? Sainz war eben in der Ecke irgendwo und Ricciardo war eben auch ganz putt. Ja, da ist gerade einer in die Boxengasse gefahren, wo du den Putz da überholt hast und ist wieder rausgefahren. Ja, das war da, das war Ricciardo. Der hatte bestimmt irgendwas kaputt.
Man merkt, die Strecke wird zunehmend trocken. Trockener, ja. Anspannung pur hier gerade. Gut, da ich nochmal gebremst habe. Ganz knapp. Danke, Reifen. Yo, mach ich, Jeff. Was will der? Er sagte, behalt die Lücke zwischen dir und deinem Hintermann genauso. Wir glauben, er hat eine Zeitstrafe erhalten. Ist ja nichts Neues. Vor allem, wie der über den eigenen Teamkollegen redet. Lol. Ups, Streckenbegrenzung überschritten. Okay, sorry. Was machst denn du immer? Nee. Das ist hier an der Ziellinie. Ja, hör doch auf, dann bremst ein bisschen mehr und fahr nicht immer darüber. Neun Sekunden schaffst du auch nie. Jo. Okay, dürften die beiden sauber mal wieder sein. Mehr gebremst jetzt, damit ich nicht wieder drauf kriege. Nee, wäre nicht so gut. Die Reifen halten echt gut, alter Verwalter. Aber langsam werden die auch gelb. Ja, man merkt das. Man kann manche Kurven nicht mehr so fahren, wie man es die ersten drei Runden gemacht hat. Jo. Ja, wie ich es gedacht habe. Beiden sauber direkt vor mir. Eriksen und Wehrlein. Da bin ich noch ein bisschen weit weg. Ja, ja, ja. Aber hat blaue Flagge gekriegt. Der Eriksen hat da schön Platz gemacht. Jo, Wehrlein, bleib da, wo du bist. Jo, ich seh's. Ja, hier ist genug Platz dafür. Diese Kurve, diese 90-Grad-Kurve gerade. Jo, die ist ein bisschen tricky manchmal. Wenn man da nicht den idealen Bremspunkt findet, dann ist vorbei. Ah, da haben wir gleich die nächsten Überrundungen. Mal gucken, wen wir da haben. Ach, Van Dorn.
Ja, fahr Dorn, fahr. Kehr, kehr, kehr. Gut, dass ich mir nichts kaputt gemacht habe an dir, du. Lahm Arsch da. Ja, wenn wir Glück haben, brauchen wir nicht mehr wechseln. Jetzt läuft's gut, hä? Naja. Vor allen Dingen sind nur noch 4 Runden und da können wir auch von mir aus ruhig noch mit denen zu Ende fahren. Ja, klar. Ich hoffe halt eben nur, dass du genug Vorsprung rausfährst. Ja, ich fahre jetzt hier am Start ein bisschen langsamer. Schon mit Brechstange so ein bisschen, damit ich da nicht nochmal ein paar Sekunden rauskriege. Gut. Ich hab keinen Bock drauf. Versuch gerade so zu fahren, damit ich sage, ich komme an die 2 davon noch, damit ich auch noch ans Überrunden komme. Damit ich die 9 Sekunden wenigstens nicht nachher mir den Arsch wegbeißen. Ah, fuck it! Okay, hat er Kacke gebaut. Ja, meine Karre ist ausgeschlagen und hat leider sich dann verabschiedet. Ja, Frontflügel ist ab, weiß ich. Scheiße, jetzt darf ich noch in die Box fahren. Oder ich guck, dass ich so weiterfahre. Hm. Du fällst aber immer weiter zurück dann, oder? Ja. Vorsprung hast du ja eigentlich genug. Ja, ich nehme eine Runde fahre ich auf jeden Fall noch. Ja, aber nicht so. Nee. Eriksen, was machst du? Oh ja. Aber der Rest der Strecke ist schon mal optimal, also von daher. Ich denke, da kann man so stehen lassen. Ja, man merkt jetzt, dass die Reifen echt nachlassen. Ja. Kann man nichts gegen sagen in die Reifen. Die tun da eine sehr, sehr gute Pflicht, Alter, vor allem, dass sie so lange durchhalten. Aber ist jetzt auch langsam dann hart an der Grenze, finde ich, also. Ja, ja. Ja, ja, scheiße, ey. Letzte Runde jetzt gleich noch und dann passt das. Oh,
immer. Shit. Jetzt habe ich mir gerade eben bei Start und Ziel auch eine Zeitstrafe eingeheimst. Ah. Oh, ich denke mal, oh, jetzt aber langsam die Reifen, wir schauen mal. Alter, sind die gelb, Alter. What the hell? Ich guck da schon gar nicht mehr drauf, krieg nur Schiss. Die sind so gelb wie das, wenn du abbremst, musst auf der Straße, weil auf der Strecke die Ideallinie. So gelb sind die Reifen. Aber es ist ja jetzt so gerade eh vorbei. Ach, machst du nix. Gucken wir doch mal. Jo. Zeitscheidstrafe, wenn ich die nicht gehabt hätte. Na. Aber so passt das doch wieder. So super gelaufen bin ich. Super. Da kommen sie also und steigen aufs Podium. Egal, wo man hingeht, überall. Eieiei, dass ich noch mit dem Flügel noch so gut da weggekommen bin, Und auch heute sind sie wieder sehr zahlreich zu sehen. Ja, Ferrari, schön. Jo, einmal Sieg verschenkt, machst du nix. Eine schöne Strecke mit Regen, Amma. Wow, Alter. Und wir haben uns auch gut geschlagen. Sehr nice. So, mal noch mal gucken. Ja, komm, Martini hier. Jawohl. Naja, wenn ich die Zeitstrafe nicht gekriegt hätte, wäre ich nur Erster geworden. Schade. Machst du nix. Aber mit dem Frontflügel konnte man einfach bei Start und Ziel nicht mehr durch diese S-Kurve durch. Das war Katastrophe. Mal 3 plus 9 Sekunden. Also ich habe mich noch so echt gut gehalten. Oh, wenn du das nicht gehabt hättest, ja. Oh, Maja. Alter, was. Oh, jetzt bist du punktgleich mit Bottas. Wie wir gerade sehen. Alles klar. Zum Hamilton, der hat 111, also ich bin da nur 11 Punkte von entfernt. Hey, sehr schön. Ja, läuft. Habe ich mir, also ja, mit dem Bottas, man sieht es gerade, 100. Ja. Also ich habe gut Punkte gemacht in dem Rennen jetzt. Ja, 25 halt. 35, 36 steht bei mir. Nein, 25 Punkte hast du für den Sieg gekriegt. So, gucken wir nochmal Konstrukteur. Da haben wir natürlich jetzt auch dann wieder 25 Punkte Vorsprung. Guck 236, an. Ja, das ist doch mal. Ja, weil klar, durch den Doppelsieg, da kommen dann Punkte gut zusammen. Jo, meine lieben Freunde, das lief doch mal wieder gut. Ja. Haben wir uns zwar nicht gerade mit Ruhm bekleckert, gerade mit dem scheiß Spoiler da, mit dem Flügel, aber egal, läuft trotzdem. Wir sind auch gut dabei. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssikowski. Alles klar. Ciao mit V.